wie wir so einen schönen Krustenbraten gemacht haben auf dem Dreispiess. Das siehst du in der neuesten Folge von Juck Finest Barbecue. Für unseren Schweinskrustenbraten von Dreispiess haben wir folgende Zutaten. Hier mal ein wunderschönes Stück vom Säuli mit Schwarte drauf, das habe ich bei meinem Metzger so bestellt. Und dann haben wir ein bisschen Salz, das ich brauche, für die Kruste. Dann habe ich hier eine Gewürzmischung, da hat es Peterli, Paprika, Knoblauch, Zwiebelnpulver, Pfeffer und Salz drin. Die genauen Mengenangaben von dieser Würzmischung schreiben wir nachher noch in die Beschreibung. Dann haben wir noch die Mieternadeln, wo ich das Ganze kontrollieren werde. Der Dreispiess und ja, was es noch braucht, ist noch eine Schüssel, um das Ganze zu würzen. Als erstes tue ich mal die Schwarte einschneiden. Und zwar so alle 1,5 cm oder vielleicht ein paar 1 cm. Und da ist es einfach wichtig, dass man ein gutes Messer hat, so dass man da ein bisschen anschneiden kann. Nicht zu weit ins Fleisch rein, sondern wirklich einfach so in den Zwett durch. Das mache ich jetzt mal in die Richtung. So, dann die andere Seite unten. Wie dasselbe. So, dass wir einfach so gut zentimeterige Würfel bekommen. Inzwischen haben wir den Braten so weit aufgeschnitten. Jetzt schauen wir doch da mal schön, da hier so zwischen die Spälteichen allen Orten ein bisschen Salz reinzubringen. Und hier darf man wirklich ordentlich Salz drauf tun, weil das hilft uns dann, dass die Kruste auch schön aufpöppelt. Und da ist es wichtig, jetzt zu schauen, dass das Salz wirklich schön in die Ritze reingeht, dass da möglichst viel drinnen ist. Da geht es wirklich noch nach dem Motto, viel hilft viel. Ja, nicht jemand, der sparsam sein will. Festgestellt. Hier ist ein Schnitt etwas zu wenig weit. Schneiden wir den halt noch etwas nach. Und am besten Meersalz dafür? Ja, genau. Das grobes Meersalz. Das ist das Ideale, das man dafür nehmen kann. Ja, nicht irgendetwas normales Salz, Kochsalz, das man kennt, weil der wird sehr effektiv nur noch grusig und salzig. Jetzt haben wir hier unsere Gewürzmischung. Da gebe ich auch mal etwas drüber. Und da ist jetzt noch wichtig, ich will das Gewürz nicht auf der Kruste, nicht auf der Schwarte haben, sondern wirklich einfach nur auf dem Fleisch möglichst. Darum da aufpassen, dass nicht zu viel von diesem Gewürz an die Kruste herkommt. Jetzt heizen wir mal den Grill hoch. Und ich denke, man kann noch 2-3 Stunden stehen, aber ich denke jetzt 15 Minuten, dann kann das Ganze ein bisschen anziehen. Und jetzt heizen wir mal den Grill hoch und dann geht es schon bereits weiter mit dem Spiess und dann ab auf den Grill damit. Unser Braten hat inzwischen etwa 20 Minuten können durchziehen. Jetzt nehmen wir doch mal unseren Spiess und jetzt probieren wir den hier möglichst mittig aufzustecken. Hoffentlich kommen wir auf der anderen Seite auch einigermaßen mittig raus. Das sieht doch mal schon gar nicht schlecht aus. Jetzt schauen, dass ich möglichst mit den grauen Krusten nicht verletze. Gar nicht schlecht. Die andere Seite hier. Und unser Kleiner hat sich gerade heute melden müssen, weil es ein Velo, zwei Velofahrer nebendurch waren, gefahren, die nicht gefallen haben. Die
Krall offen ist, geht es doch bedeutend einfacher, das Ganze aufzuspießen. So. Der hat sie beidseitig. Schauen wir es aus mit der Unwucht. Und ja, ich glaube, das sollte kein Problem werden für unseren Grill. Dann können wir unseren Braten mal auflegen. Was ich vorhin noch vergessen hatte, Mieternadeln. Die habe ich auch noch reingesteckt. Ich hoffe, das kann die Kamera so einfahren. Für die Kerntemperatur vom Fleisch zu messen. Zielt die Temperatur, also jetzt Ziel ist rund etwa 70 Grad. Und mit der Nadel draussen durch, tut sie die Raumtemperatur messen und wie ihr seht, auf der Spitze habe ich die Fleischtemperatur. Dann kann ich hier noch einstecken, auflegen, dann das Motor starten und jetzt dreht er den verkehrten Weg. Jetzt dreht er sich den richtigen Weg, weil er soll sich von Flammen wegdrehen, sodass das Fett, das dann das mit der Zeit schmilzt, das schön hinten nach dem Fleisch nach oben laufen. Wie ihr seht, der Grill ist eingerichtet auf 175 Grad. Dann tun wir doch den Deckel mal zu und schauen rund in einer Stunde, mal wie es geht. Das Echothermometer vom Grill zeigt mir 180 Grad an rund. Und der Mieter ist zwar der Meinung, es sei nur etwa 140 Grad. Das ist ja logisch, weil das ist auf der Nadel, wo man drei Spiesse gemessen hat. Fakt ist, das Fleisch hat 60 Grad nach einer Stunde. Das Ziel ist wie gesagt 70. Und jetzt schauen wir doch mal, wie das Ganze aussieht. Ja, langsam aber sicher nimmt er doch Farbe an. Die Kruste, die kommt langsam, noch nicht so wie sie sollte, aber da werden wir doch jetzt mal die Temperatur ein bisschen hochdrehen. Und jetzt habe ich nur den Heckbrenner eingeschaltet. Jetzt schalte ich links und rechts noch die Seitenbrenner ein, oder die jüngeren Brenner ein. Und dann jagen wir den Grill jetzt mal hoch auf rund etwa 250 Grad. Dann lassen wir die nächsten 20 Minuten mal auf 250 laufen und dann poppen die Kruste dann definitiv schön auf. Gemäss unserer Mieternadel haben wir keine Temperatur von 70 Grad erreicht. Dann schauen wir doch mal, wie das aussieht. Und ja, doch. Langsam aber sicher sehen wir doch endlich mal unsere Kruste, wie die aussieht. Das ist doch wunderschön so. Dann würde ich auch sagen, nehmen wir den vom Grill drauf. Dann lassen wir den mal in die nächsten paar Minuten noch ein bisschen ruhen. Dann nehmen wir doch jetzt mal unseren Krustenbraten nach dem Spieß ab. Lassen wir die Krauen mal hin. Und ja, die erste Mal weg. Die Mieternadel hat auch ihren Job gemacht. Mal die Kaufzeiten. Dann wollen wir ihn doch jetzt einfach mal noch anschneiden und mal schauen, ob das etwas geworden ist. Wir probieren da mal ein bisschen zwischen unseren schön aufpoppenden Krusten durchzukommen. Und ja, mal. Sieht doch mal ganz schön aus. Jetzt schneiden wir es da mal eine Scheibe ab. Eigentlich das Leckerste dran ist ja eigentlich die Kruste. Und mal. Das ist schön kross, schön knackig. Mm. Ich schon probieren, Schat. Das ist mega lecker. Mm. Fein. Was nice. Mm. Dann rollen wir da mal ein Stückchen ab. Dann probieren. Und ja, aber saftig ist er. Es tropft. Komm her, ich wünsche dir einen guten. Mm. Richtig schmatzig, saftig, fein. Du musst mal schauen, der Nilo drin. Ja. Er isst einfach so Fleisch und du bist nebenan am Betteln. Ja. Da kommt leider nichts davon. Hm.
so ein Brätchen nachher zu machen. Das kann ich also jederzeit nachher empfehlen. Wirklich mega lecker. Ja, was soll ich noch sagen? Über einen Daumen hoch, über ein Abo, freundlichen Kommentar. Würde mich jederzeit freuen und merci fürs Zuschauen. Ich wünsche euch einen schönen Abend.